Oi, oi, Klon wieder hier. Heute war ich die Soki Flak. Ja. So, tschüss. Also, die Soki Flak war ich heute. Schlagwertung 3,3, 3,3 bei den Japanern. Ihr habt einen 2 cm Geschütz. Typ 98. 520 Munition habe ich. 7 Tonnen bringt das Ding auf die Waage. Fährt 49 km/h bei nur 143 PS. Kommt mir relativ wenig vor, aber. Es ist eigentlich schnell genug, zumal die Besatzung hier nur aus 2 Mann besteht, dem Fahrer und ich hier oben. Und ich schieße nicht mit der Standardmunition, ich schieße also mit der APT und der HET. Je nachdem, wie es halt gerade passt. Ein Panzer werde ich damit eher nicht kaputt kriegen. Also andere offene Fahrzeuge schon, habe ich auch schon mehrmals gemacht. Oder leichte Panzer könnte auch gut möglich sein, aber die fahren hier eher selten. Soweit mir das aufgefallen ist. Ich bin dann tatsächlich eigentlich eher dafür geeignet, Flugzeuge abzuschießen. Das habe ich auch bisher ganz gut gemacht. Ich habe letztens, wo war denn das? Habe ich da ein Video gemacht? Weiß ich nicht mehr. Stalingrad. Da habe ich die ganze Zeit irgendwas abgeballert. Das war schon Wahnsinn. Und das Krasse war auch, ich habe schon ein Besatzungsmitglied verloren gehabt. Ja. Und ich habe schon 2 Reparaturen verbraucht gehabt und so. Und das Ding war immer noch immerhin schussbereit. Ne? War natürlich nicht mehr ganz so effizient wie früher, aber oder wie am Anfang, aber es war noch ziemlich geil, also zu benutzen. Und ich glaube, ja, da sind im Flugzeug abgeschossen, immerhin, das muss man auch erstmal hinkriegen, ne? So, hier war die jetzt eigentlich auch gerade, weil ich will erstmal ein paar Leute vorlassen. Ein Gebiet wurde von feindlichen Truppen eingenommen. Ich muss echt aufpassen, dass mich hier nichts trifft, denn ich habe eigentlich keine Panzerung. Und hier oben schon mal gar nicht, nur diese, ich sag mal, diese Blenden, die aber eigentlich nur G-Kugeln abhalten, aber letzten Endes ist ja auch wieder nicht richtig. Von daher muss ich wirklich zusehen, dass ich am besten gar nicht getroffen werde. Sonst ist es im Nu aus. Ja. So, ich werde trotzdem mal hier und da mal gucken. Also ich werde schießen. Treffer macht man immer und ein kritischer Treffer ist auch mal drin. Oder dass man vielleicht den Turmdrehkranz trifft oder so. So, Artillerie ist frei, aber die Artillerie mit dem Ding ist irgendwie vollkommen scheiße. Oder die haben das schon wieder genervt. Den sehe ich da auch, aber da brauche ich jetzt auch nicht rüberfahren. Solange der nicht vorkommt, also ich werde mir hier zusehen, dass ich mich ein bisschen verstecke. Und auch versteckt bleibe. Hier habe ich auch oft die Erfahrung gemacht, wenn wir von hier starten. Oder genau an diesem Punkt hier, die holen uns irgendwann. Ja, die knallen einen nach dem anderen weg. Und dann holen sie uns. Das sieht ja jetzt zwar nicht so aus, aber ich habe das schon mehrmals erlebt, dass man denkt, oh, das läuft jetzt hier. Ich werde mal probieren zu schießen. Ja, das ist natürlich scheiße. Scheiß positioniert, konnte ich nicht schießen jetzt. Und ich glaube, der macht sich jetzt auch so schnell nicht wieder bemerkbar hier. Doch, doch, ne? Ich kriege ihn nicht anvisiert. Ich kann mich jetzt auch nicht so lange damit beschäftigen. Der stand nicht lange genug, das reicht hier nicht. Weil ich will ihn ehrlich gesagt auch nicht hinter mir haben. Okay, die kämpfen noch da vorne. Ich sehe das ja. Also ich habe ja immer die Minimap im Auge hier. Oh, da sind Flugzeuge. Jetzt habe ich nicht auf die Flugzeuge geachtet. Mein Fehler, ich bin ein Depp. So, jetzt bin ich verwirrt. Und ja, 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 jetzt muss ich gucken, wo ist das Flugzeug? Da ist nicht, da, hinter mir. Jetzt über mir. Shit. Okay, er fliegt ja noch. Treffer ist immerhin schon mal drin. Fliegt auf mich zu. Gerade hier, oh shit. Gerade hier im Arcade-Mode, wo ja alle mittlerweile im Ground Forces sind ja mehr Flugzeuge unterwegs als Panzer. Und die Leute sind öfter wahrscheinlich im Flugzeug als im Panzer. Das ist mittlerweile echt lächerlich. Da brauchen wir, oh, der ist vorgefahren. Da brauchen wir auf jeden Fall ein Flugabwehrfahrzeug. Ich habe eben gerade, also mit den Amerikanern ist schwierig, aber ich habe PC-47 mit dem Jumbo abgeschossen. Das ist Skill. Das müssen wir erstmal hinkriegen, weil. So, der zweite hier. Das scheiß Ding drehen hier. Scheiße, gerade jetzt laden, ja.
Jetzt bin ich wieder in so einem blöden Winkel. Hier sehe ich gar nichts. Oh, scheiße. Okay, ich habe einen Treffer, aber das reicht ja nicht. Und solange der nicht irgendwie brennt. Jetzt hat er den kritischen Treffer, der muss jetzt aber runter. Okay. Den kriege ich noch mit dazu. So, ich habe 3 Artillerie-Schläge frei. Ich habe schon wieder Flugzeuge. Ja, da. Treffer, das ist gut. Ich sehe ja meist auch nicht so, solange kein Rauch dazu ist. Ich sehe immer nicht, ob die brennen oder so. Ich beschäftige mich jetzt da in dem Fall auch nicht so weit mit. So, der ist weg. Boom! So, jetzt den Abfallander. Oh! Doppelschlag! Chain! Ja, ich habe schon mal ein bisschen was geleistet hier. Da kann man nicht meckern. Aber es ist anstrengend und ich sehe, die kommen jetzt vor. Und wie ich es gesagt habe, die haben da alle aufgeraucht in der Zeit, wo ich mich hier mit anderen Sachen beschäftigt habe oder beschäftigen musste. Shit. Ich habe viele Bomben, aber das. Der Bomber hier ist so blöd zu steuern. Ich mag eigentlich Wellington Bomber überhaupt nicht. Das Einzige, was ich da gut finde, ist die Bombenlast. Und extrem inakkurat hier. Und ich kann mich jetzt leider nicht so auf mehrere Ziele konzentrieren, weil ich ja diese 2 blöden Jagdflugzeuge hinter mir habe. Und die Schützen hier mal einen feuchten Pup abkillen. So, 8 Bomben haben nichts getroffen. Und ich hätte ja nur 2 Ziele. Gut, kann natürlich auch sein, dass sie sich bewegt haben. Das ist natürlich deren gutes Recht. Natürlich dürfen sie das. Schöner Fix. Siehst du, wusste ich doch. Ich gehe in die Luft und so irgendein Popel kommt hier vorbei und ballt mich weg. Oh, hat er sich ja richtig Mühe gegeben, ne? Ich glaube, ich brauche hier auch erstmal gar nicht mehr rein. Ich mache einfach noch eine Runde und dann sehen wir uns dort gleich, ne? Jetzt bin ich witzigerweise schon wieder in scheiß Stalingrad gelandet hier, wo ich die Runde davor. Ich bin jetzt im Dschungel gewesen, ne? Davor und davor war ich ja schon in Stalingrad. Ich habe ja die Story erzählt da, ne? Jetzt bin ich schon wieder in Stalingrad. Oh Mann, ey. Ich hoffe, dass das läuft weiterhin so gut. Ich meine, im Dschungel lief's. 5 Abschüsse, dafür, dass die Runde so kurz war. Und ja, hier sind dann noch ein paar Trefferchen. Ist, finde ich, in Ordnung. Also ich weiß nicht, ich habe da keine Anhaltspunkte jetzt irgendwie, da hier wenig Warfunder-Videos von anderen angucke. Und meistens sind das keine in Flakfahrzeugen. Also habe ich wenig Anhaltspunkte, wie jetzt andere, vielleicht professionellere Spieler, in Anführungszeichen, wie viel die da im Durchschnitt abschießen, aber das ist ja auch von Fahrzeug zu Fahrzeug individuell. Ich glaube, 5 ist relativ okay. So, ich versuche zum C-Punkt irgendwie, aber natürlich nicht gleich vorzupreschen, so wie die anderen. Wir sind auch nicht so viel da. Das heißt, wir sind ziemlich aufgeteilt, sodass für alle 3 Punkte jetzt kleine Grüppchen zusammen sich dorthin bewegen, das ist natürlich eigentlich scheiße. Weil ich finde, einen Punkt könnte man auch lassen, dann lieber so aufgeteilt, dass halt vielleicht so eine starke Gruppe zu A, eine starke Gruppe zu C. Oh, mein Stoffkollege ist ja irgendwo nirgendwo. Und wenn ich gleich durch den Zaun fahre, muss ich auf jeden Fall durch das Gitter und nicht an die Säulen, weil die Säulen kriege ich gar nicht weg. Weil dafür ist das Fahrzeug zu leicht. Obwohl ich mir denke, 7 Tonnen und dann so eine Säule, das wird so locker klappen, aber klappt meistens nicht. So, ich habe schon Artillerie frei. Einfach reinschmeißen, ne? Noch sind unsere Leute ja nicht da, von daher denke ich, dass das relativ sicher ist. Ich wollte jetzt eigentlich nur wissen, ob irgendwas getroffen wird. Wahrscheinlich nicht.
Ne, da will ich mal vorfahren. Der Feind hat die Initiative. Das ist Kappa 1. Aber der interessiert mich jetzt nicht. Ich bretter einfach weiter hier. Weil bis ich zurücksetze und so, vielleicht haben wir schon längst gesehen. Und das wäre einfach zu risikoreich. Und man soll auch mal was riskieren, aber das wäre mir einfach zu blöd da echt. Also, den Scheiß mache ich nicht. Ich bin auch hier jetzt nicht primär mit dem drin, um Panzer abzuschießen, sondern einfach um Flugzeuge runterzuschießen. Dann könnte ich den. Eher wenig. Ich habe ihn wahrscheinlich auch öfter getroffen, als jetzt angezeigt wurde. So, Flugzeuge kommen. Ich glaube, ich stehe relativ sicher. Okay, mal zusehen, dass ich da ein bisschen ballere jetzt hier. Ja, da schießen sie. Bostenbomber. Ach, der fliegt noch. Für eine Sekunde dachte ich, der wäre schon weg. Nachladen jetzt hier. Shit. Hätte ich mich jetzt nicht bewegt, wäre er mich reingestürzt und ich wäre weg gewesen. Das ist halt diese Kamikaze-Scheiße hier, geht einer auf mich hier im Kümmel. Ich muss eigentlich viel weiter vorhalten, als da jetzt der Indikator anzeigt. Das trifft hier gar nichts. Ist leider so. Und warum er auch abgestürzt ist, keine Ahnung. Hätte er nicht machen müssen, dann hätte ich keinen Kill bekommen. Da scheint nicht zu sein. Übrigens hatte ich, glaube ich, gesagt, wir sind hier nur zweimal, dreimal müssen wir sein. In dem Fahrzeug. Da sieht man auch, da sitzt noch einer dahinter. Und ich hier oben halt. Ich weiß schon ganz genau, was diese verschissene BF machen will. Nee, dann weiß ich doch nicht. Das ist so scheiß schnell, wenn die also am runterstürzen sind. Oh! Oh! Der war schon ziemlich, also eigentlich fast schon aus der Reichweite. Und dann habe ich ihn doch noch getroffen. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ja, ja, jetzt will er seinen scheißen Wrack hier noch verwenden, um mich zu treffen. Der Pimmelsacker, aber das wird nichts. Aber muss man wirklich aufpassen. Man muss sich auch ständig drehen und am besten den Flugzeugen entgegendrehen, sonst ist man sofort weg. Und in Bewegung bleiben. Also am besten eigentlich auf die zufahren. Und so ein bisschen ein paar Schlenkerbewegungen machen. Irgendwas, was dafür sorgt, dass sie einen nicht treffen. Ich glaube, ich war zu schnell jetzt. Ich denke nicht, dass die Bomben einen wegreißen hier. Ja. Aber hier irgendwo war doch. Hier war doch ein Duck. Die 8-8er werde ich wohl nicht treffen. Da! Kann ich auf den abstürzen irgendwie? Viel gebracht hat es nicht. So, und hier juckt mir immer der Finger, wenn ich sehe, da steckt ein Bomber in die Luft auf, aber ich bin mit einem Flakfahrzeug unterwegs, also ist natürlich meine Aufgabe, das Ding vom Boden heraus zu beschießen, zu bekämpfen. Denn ich dachte mir oft so, ach komm, gehst einfach so rein, hier fliegst du halt auch rum und fallst das Ding so runter. Ja, und dann sind immer genau die Typen, die sehen, dass ich die angreife und dann gucken die, wo ich bin, ne? Und dann Revidiachi hier. Okay, der scheint jetzt nicht auf mich Abschlusshilfe. Oh, scheiße hier. Okay, das war eine Abschlusshilfe. Ist auch blöd, weil ich leichte Neigung hatte. Also mit links stand ich höher, dadurch konnte ich nicht so nach unten zielen. Wir haben Initiative.
So, Arti ist frei. Aber ich muss sagen, das ist eigentlich mit mein ja, würde ich sagen, liebstes Flakfahrzeug. Kacke. Guck dir das Kackding an. Ich muss eigentlich weiter oben, nach oben zielen. Scheiße. Schon wieder eine Abschusshilfe. Ja, da sind immer ganz geil drauf, diese offenen und halboffenen Fahrzeuge. Weg zum Metern hier. So, die HET habe ich jetzt auch gebraucht. Jetzt schieße ich mit der APT. Ah ne, das ist die HET. Was laber ich hier eigentlich? Jetzt bin ich gerade selber irritiert. Ich bin gerade hier so im schwersten Beobachtungsmodus hier. Okay, da kommt ein Flugzeug. Dann habe ich ja wieder ein bisschen was zu tun. Also als Flakfahrzeug, solange man irgendwie sicher steht und die einen vielleicht nicht so bemerken, weil sie andere Ziele haben, hat man es eigentlich ganz gut hier. Ja, gerade wenn viele Flugzeuge starten, klar, das will man ja auch. Ne? Also kann man natürlich viel abschießen. Weg! Oh, lass aber schnell nachkommen. Der stürzt einfach so ab. Ja. Man muss wirklich zusehen, dass man irgendwie noch einen Treffer auf das Flugzeug bekommt. Und wenn man es nicht komplett abschießt, aber sonst kriegt man gar keinen Kill. So, mein... Oh. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Mein Flugzeugeinsatz habe ich verpasst, wollte ich sagen. Mein Bombereinsatz. Ja, aber ich glaube, es hätte auch nichts mehr gebracht hier. Denn irgendwie... treffe ich hier nicht so. Naja, wie gesagt, scheißegal. Oh. Oh, da geht's ab. Es sieht tierisch gut für uns aus. Dafür, dass wir davor verloren haben, ist es natürlich nur gerecht, wenn wir jetzt gewinnen. Allerdings denke ich, dass jetzt kaum noch Flugzeuge starten werden von denen, weil die kaum Fahrzeuge haben werden, denke ich. Ja, immer wenn ich was höre, gucke ich in die Luft, aber ich sehe die Abschusshilfe. Ich könnte jetzt rein, aber ich glaube, das lohnt sich nicht mehr. Ich feuer jetzt einfach so hier noch ein bisschen drauf. Vielleicht kann ich ja hilfreich zur Seite stehen, mal noch einen kritischen Treffer raufhauen. Oh Gott. Entschuldigung, der Tag war lang heute. Aber wenn man sieht, ich mache nicht wirklich derb Schaden hier. Ich habe den Kollegen getroffen. Was ich häufig treffe, was eigentlich auch okay ist, sind die Rohre. Ja, und die beschädige ich schon häufiger. Also, dass sie auch nicht mehr schießen können. Beziehungsweise noch schießen können, aber halt nur noch so aus einer Entfernung von 10 Metern irgendwas treffen. Oder weniger. Das reicht mir dann schon. Weil in der Zeit haben die anderen die Möglichkeit fortzufahren und ich werde nicht abgeschossen. So, das war's hier. Danke fürs Zuschauen, hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Viel Spaß noch beim Zocken, wir sehen uns beim nächsten Video. Holla die Waldfee, see ya in hell und bis denn dann. Ciao, ciao.